Und es wird nachher nochmal, wenn ich das ein bisschen beschreiben kann, deutlich, wie diese zwei Stufen wirken. Also schon die erste Stufe, diese Traumaarbeit ist sehr hilfreich, aber dann nochmal in die Tiefe zu gehen und wirklich vergeben zu können, das ist dann eine ganz, ganz tiefe Befreiung. Die nächste Folie, bitte. Regina Maria Eder. Sie war in seinem Team in Bad Grönenbach dabei als enge Mitarbeiterin und sie hat sich eigentlich als einzige wirklich ganz systematisch darum bemüht, sein Erbe fortzusetzen. Sie war noch am Vorabend seines Todes. Irgendwie muss er geahnt haben, dass da was kommt, hat er ihr alle Materialien überstellt und sie hat es praktisch als Erbe angetreten und führt es fort. Und in ihrer Arbeit jetzt in Kamerun, in Zentralafrika, hat sie, wie wir vorher schon gehört haben, auch diese Seminare mit Geschädigten, mit Opfern wirklich sehr, sehr stark hochgezogen. Die Kriegsverbrechen, also was die Menschen erfahren an Gewalt, ist es wirklich unvorstellbar. Das HIV macht viele Probleme. Da, wenn dann einfach übertragen wird, ohne Grenzen, ohne Achtung. Missbrauch ganz viel. Und sie sagt, in Afrika, da haben die Menschen einen ganz anderen Zugang. Huch, was ist das jetzt? Los. Könntest du bitte zurückstehen, gehen zum Danke. Sie sagt, in Afrika tun sich die Menschen viel einfacher, viel leichter, wenn sie darauf angesprochen werden. Bei uns in Deutschland sind wir einfach so in Bezüge verstrickt, in Gedanken, durch die wir durcharbeiten müssen, dass es einiges schwieriger ist, bei uns daran zu gehen. Ich habe mit ihr seit 2017 einige Fortbildungen mitmachen können und auch begleiten können. Und es gibt sich immer wieder, es ist immer wieder spannend, was hier entstehen kann. Übrigens noch ein kleiner Tipp, ein kleiner Hinweis. Impuls und Workshop gibt es am Samstag, am 5. August bei der Mariapoli in Augsburg. Morgens und dann abends im Workshop. Das schon mal als Hinweis. Die nächste Folie, bitte. Um das grundsätzlich zu verstehen, ist es wichtig, so einen Blick drauf zu werfen, wie sind wir eigentlich angelegt als Beziehungswesen? Es muss die Beziehung zum Ich, zum Du und zum ewigen Du, wie es Marty Buber sagt, stimmen zu Gott. Und wenn irgendwo ein Knick drin ist, dann ist das ganze Gefüge aus dem Gleichgewicht. Und drum, wenn ich etwas mit mir herumtrage, was jemand mir angetan hat und das ich nicht rauskriege, das sich in mir so verkapselt hat, wenn ich also auch eine gestörte Beziehung zu mir selber habe, dann tue ich mir schwer auf Gott hin, tue ich mir schwer auf den anderen hin. Also ich denke, das sind Dinge, die auch bekannt sind. Und bei dem Vergebungsprozess geht es darum, ganz gründlich die Heilung der Beziehung zum Ich anzugucken, zum Du und zum ewigen Du, damit auch das Leben wieder ganz frei fließen kann. Konrad Staus hat 7 Schritte dazu entwickelt. Wir sehen es gleich auf der nächsten Folie. Das sind zunächst mal die 3 Schritte, die so den psychologischen Teil betreffen, dass die traumatische Schlüsselszene bestimmt wird. Also ich gehe im Gespräch darauf ein, wo liegen so meine Schwierigkeiten, wo liegen meine Fallen, wo komme ich immer wieder an Grenzen, immer wieder an dieselben Grenzen und dann zu gucken, mit wem hängt es zusammen? Wem möchte ich hier vergeben, damit ich da frei werde davon?
Dann geht es in die Heilung der Ich-Beziehung, dass ich mich konfrontiere mit dem Täter, dass ich die ganze Emotion, die sich hier angestaut hat, rausbekomme. Und es kann auch sehr kraftvoll werden, sehr emotional. Und dass ich dann schließlich die Verantwortung für das, was der Täter mir angetan hat, dem Täter zurückgebe, dass ich alles raus habe. Ich möchte es an meiner eigenen Erfahrung auch mal deutlich machen. Traumatische Schlüsselszene. Zunächst mal ist mir aufgefallen, dass ich an einem Thema rummache, wo ich immer den Eindruck habe, ich kriege nie was fertig. Ich komme nie zum Ende. Ich bleibe immer auf dem halben Weg stecken. Und ich habe dann irgendwann begriffen, das hat mit meiner Mutter zu tun. Und ich habe mich erinnert an schlimme Momente, wo sie, als unser Vater weg war, große Trauer getragen hat und das für sich praktisch so durchgestanden hat, außer auch nicht mit uns Kindern geteilt hat. Ich erinnere mich an unsägliche Sonntagsspaziergänge, wo sie einfach für sich nur am Weinen war und wir drei Kinder dann voraus oder hinterher gingen. Wir sind nicht an sie rangekommen. Und als Ältester habe ich dann auch immer wieder versucht, ja, ihr alles Mögliche zu machen, ihr zu helfen, aber ich habe immer dazu spüren bekommen, ich komme eigentlich nie wirklich ran. Also es wird nicht wirklich angenommen. Sie macht ihr Ding. Ich bin hier immer irgendwie blockiert. Dann war im zweiten Schritt die Heilung der Ich-Beziehung so gestaltet, dass ich sie mir gegenübergestellt habe, oder beziehungsweise wir sind auf zwei Stühlen gesessen. Sie saß auf dem Lernstuhl gegenüber, virtuell sozusagen. Und ich habe ihr mal die ganzen Dinge erklärt, auch mit den ganzen Vorwürfen, mit der ganzen Bitterkeit, die in mir drin war. Du hast mich nicht ankommen lassen. Du hast mich immer eingebremst, du hast mich immer in die Ecke gestellt. Also es war für mich schwer, so mit der Mutter zu reden, aber ich habe gemerkt, und dann auch immer wieder mal den Stuhl zu wechseln, praktisch in ihre Energie zu gehen, zu verstehen, was kommt bei ihr an? Wie deutlich muss ich es noch sagen? Wie klar kann ich noch werden? Und habe gemerkt, das ist so ungewohnt, auch so mit einer ganz vertrauten und Respektperson zu sprechen. Und doch dann auch immer mehr die eigene Kraft zu spüren. Ich muss mich mit dem, wo ich mich ungenügend fühle, wo ich nicht zum Zug komme, wo ich nicht zum Ende komme, ich muss das nicht mehr mit mir rumtragen. Und ich durfte dann, das war dann der dritte Schritt, ihr die Verantwortung dafür übergeben. Du nimmst es jetzt alles zu dir, das gehört nicht mehr mir. Ich kann es ohnehin nicht lösen, weil es deine Verursachung, deine Dinge sind. Und als es dann irgendwo klar war, da konnte ich sie sozusagen in Frieden ziehen lassen. Also einfach ein bisschen, um zu veranschaulichen, wie das geht, ja. Und jetzt geht's in den nächsten Schritt, in den spirituellen Teil. Bevor wir dahin gehen, gibt es noch eine Rückfrage? Gibt es noch eine Anmerkung? Ja, also das war schon mal ein sehr großer Akt. Irgendwo habe ich gemerkt, da wird was frei, das tut jetzt gut. Und jetzt kommt praktisch die Vertiefung. Jetzt kommt. Entschuldige, Christoph, darf ich Ja, noch mal unterbrechen? Und bitte. zwar dieses traumatische Schlüsselerlebnis, das liegt ja oft im Unbewussten. Natürlich, klar. Wie schaffst du das, eben an dieses Erlebnis ranzukommen? Das ist ja die Krux, dass man nicht ans Unbewusste rankommt. Dazu ist es gut, dass du einfach einen guten Begleiter hast, der dir helfen kann, da auf die Spur zu kommen.
Also biografisch sind die Dinge alle klar auf der Hand, nur dann oft so schmerzlich oder so unverständlich, dass die sozusagen dann eingeschmolzen werden oder verkapselt werden. Wir können gerne die nächste Folie mal aufmachen, um das zu sehen. Wie kommt so eine Traumatisierung zustande? Jetzt geht es darum, praktisch anhand der Phänomene, also meine Art zu denken, meine Art an Grenzen zu kommen, zu merken, ich bin hier immer irgendwie behindert, blockiert oder ich habe hier ein ganz komisches Gefühl, ich fühle mich immer schuldig und so. Einfach mal dem Verdacht nachzugehen, das ist nicht normal, das ist nicht natürlich, das kommt nicht unbedingt von mir. Und ich kann dem Muster nachgehen und auch mit einer Hilfe, mit einer guten Begleitung auf solche Momente kommen, wo mir dann plötzlich im Gespräch einfällt, wow, jetzt verstehe ich, da kommt das her. Und das liegt dann irgendwann sehr klar auf der Hand. Es ist klar, dass solche Erlebnisse, die der Seele Schmerz bereiten, erstmal verkapselt sind, dass es vielleicht Jahre braucht und vielleicht auch erstmal eine Therapie braucht, um da ranzukommen. Also es braucht eine gute Begleitung, um das aufzudecken, um das offen zu legen. Es sind keine unbekannten Dinge, die sind in der Biografie drin, aber die Verkapselung aufzumachen, dazu braucht es einiges an Vertrauen oder einiges an Leidensdruck, dass ich sage, jetzt möchte ich es wissen, jetzt möchte ich da rangehen. Ja? Und es geht jetzt, wie hier auf dem Flip hier zu sehen ist, wie kommt eine Traumatisierung zustande? Es geht es darum, den Prozess umzukehren. Also diese Überrumpelung, Verwirrung, Übergriff, Gewalt, Vernachlässigung, Nichtbeachtung, Nichtkommunikation, dass ich das aufdecken kann und mir klar wird, hier habe ich versucht, das irgendwie zu integrieren. Ich habe praktisch das, was der Täter mir angetan hat, in mich so sehr aufgenommen, dass es mein ganzes Denken und Handeln und Fühlen bestimmt. Und ich mit der Zeit merke, eigentlich gehört es wirklich nicht zu mir. Ich kann es aufmachen. Und mit einigem Abstand ist auch die Seele jetzt in der Lage, auch solche schmerzlichen Dinge wieder anzugucken. Die Distanz ist ein wichtiges Moment. Manchmal ist es auch so, dass ich wenn es jetzt wirklich ein harter Übergriff ist, dass ich dann denjenigen auffordere oder diejenige, nimm mal das Kind, nimm mal die Jugendliche, nimm mal den jungen Erwachsenen zu dir, halt ihn mal fest, dass er einfach sich sicher fühlen kann. Und dann gucken wir da an, was der gemacht hat. Also in ganz kurzen Zügen, das ist praktisch Traumaarbeit, was man dann macht, ja. Genügt es fürs Erste als Antwort? Wie sieht denn das aus? So denn, also wenn ich jetzt so, sagen wir mal, ich wäre vergewaltigt worden als Jugendliche und Ja. wie nehme ich mich dann selber in den Arm? Ja, also wir haben auf der psychischen Ebene, da haben wir keine Raumbegrenzung. Also da können wir praktisch uns selber beobachten. Da können wir selber uns gegenüberstellen. Wir können praktisch aus der heutigen Sicht den Menschen von damals in Schutz nehmen, sozusagen. Wir können das Kind aus der Schusslinie nehmen oder den Jugendlichen oder die Jugendliche und praktisch mal als Erwachsener mit diesem Täter ins Benehmen gehen, ihn konfrontieren. Es ist ein technischer Kniff, kann man fast sagen, aber es ist sehr wirkungsvoll. Es ist eine Methode, um Distanz herzustellen. Genügt es als Hinweis? Nee, ich kann es mir jetzt irgendwie konkret nicht vorstellen. Ist es so wie bei der Mutter, die dann auf dem Stuhl, die man sich dann vorstellt, die sitzt auf dem Stuhl? Oder wie geht es? Also ich hätte jetzt in meinem Beispiel sagen können, ich als Erwachsener, ich nehme jetzt den Jugendlichen mal zu mir und hole den mal von der Mutter weg. So,
Jetzt darf der einfach spüren, wie ein erwachsener Mann fühlt, wie der im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dass er als Jugendlicher sich einfach mal hier einen Schutz holen darf und da nicht einfach nur hilflos diesen Kräften ausgesetzt ist. So, jetzt spricht dieser erwachsene Mann mit dieser Frau, mit dieser Mutter und stellt sie zur Rede, klärt es auf. Hast du verstanden, was du hier eigentlich versäumt hast, was du ihm vorenthalten hast? Also praktisch stellvertretend für den Jugendlichen mit ihr ins Gespräch zu gehen. Und das hat eine gigantische Wirkung, weil ich plötzlich so auf Augenhöhe sprechen kann, weil ich mit Distanz reden kann, weil ich von Erwachsenem zu Erwachsenem reden kann. Und sobald hier eine Einsicht kommt, in der Vorstellung vom Gegenüber, kann ich den Jugendlichen wieder freilassen und es kann sich hier wieder eine normale Beziehung einstellen. Das passiert alles innerseelisch, virtuell, aber sehr wirksam. Gibt es das Erste? Ja, Barbara, ist deine Frage beantwortet? Okay. Dass man sich etwas vorstellen kann, wie das funktioniert, ja. Wie sieht es denn aus, wenn das Trauma vorgeburtlich war? Also wenn das Kind im Mutterleib abgelehnt wurde, wenn ein Abtreibungsversuch gemacht wurde, wenn es nicht hätte auf die Welt kommen sollen? Das weiß ja das Kind nicht. Genau dasselbe. Das Kind weiß das alles. Also unser Unbewusstes zeichnet alle Ereignisse minutiös auf. Also solche starken Dinge wie eine Ablehnung oder auch im Positiven eine intensive Zuwendung, da feuern die Neuronen im Hirn, also das wird richtig gut gespeichert. Und ich komme auch, weil das im Unbewussten eben abgespeichert ist, komme ich da durchaus hin. Das, gut, wer tiefenpsychologisch arbeitet, für den ist das Alltagsgeschäft. Aber einfach um zu sagen, es ist wirklich möglich, in jedes Alter ranzukommen. Im Positiven wie auch im Negativen, also wo ich Schaden erlitten habe. Also es ist ohne weiteres möglich, dann zu sagen, mach mal das Bild auf, schau mal auf das Kind im Bauch, in welcher Lage siehst du es, es ist ganz zusammengekugelt und so, ja. Was hat das Kind gerade erfahren? Was ist draußen passiert? Was macht die Mutter gerade? Was passiert da? Und so kann man das jetzt im Gespräch praktisch auflösen. Und auch hier kann ich dann sagen, nimm mal das Kind zu dir, nimm es mal in Schutz, nimm es mal aus dem gefährlichen Moment raus, dann klären wir das und wenn es geklärt ist, dann kann es wieder in den Bauch zurück und kann praktisch da nochmal auf Neustart gehen. Also überhaupt bei dieser Arbeit bleiben die Fakten, die sind immer dieselben, aber was wichtig ist, dass die Bewertung neu wird. Also dass ich spüre, ich bin nicht ohnmächtig, ich habe Macht. Ich kann da entgegentreten, ich kann konfrontieren, ich kann klären, ich kann den anderen zu einer Einsicht bringen, wenigstens innerlich, ja. Das ist auch das Feine, dass ich jetzt nicht unbedingt mich mit dem Gegenüber hart konfrontieren muss, sondern das innere Bild von dem anderen verändern kann. Und dann wird was frei, dann ändert sich die Wirklichkeit. Also das, was wirkt, ändert sich dann. So viel vielleicht zum psychologischen Teil. Gibt es jetzt hierzu noch eine ganz dringende Frage oder? Können wir es im Moment so lassen? Wolfgang? Ich habe jetzt, danke Christoph, deinen Vortrag sehr gut zugehört. Ich glaube, ich muss an dieser Stelle von mir aus wenigstens sagen, diese Arbeit, für mich hat es sich bisher so angehört, dass das auch ein Einzelner machen kann. Der sitzt in der Küche, stellt einen anderen Stuhl ihm gegenüber und so weiter. Aber ich bin überzeugt, diese Arbeit geht nur fachkundig in einer psychotherapeutischen Arbeit. Richtig. Und, ja. Das kam bisher so nicht an. Also das wollte ich nur dazu sagen. Ja?
oder kann missverstanden werden, weil du hast es jetzt so formuliert, als ob der Einzelne auch diese Arbeit machen könne. Und ich finde, da braucht er diese Hilfe. Ja, also so wie ein Betroffener auch, weil wie die Seele von einem Betroffenen auch das freigibt, was man gerade packt, was man gerade bewältigen kann und nicht mehr, so ist es auch mit dem Begleiter, den man dazu braucht. Wenn es ein Profi ist, der auch mit schweren Sachen umgehen kann, dann kann man schwere Dinge lupfen sozusagen. Wenn das jetzt jemand ist, der jetzt gerade einen Kurs gemacht hat oder eine Fortbildung, und ja, da kann man vielleicht leichtere Probleme angehen. Es braucht dieses Gegenüber, das braucht es auf jeden Fall, oder die Begleitung. Ganz allein für sich ist es schwierig, es braucht das Gegenüber. Und je nachdem, welche Fähigkeiten da sind beim Betroffenen wie beim Begleiter, kann man entsprechend in die Tiefe gehen. Für das, was ich jetzt mit meiner Mutter geschildert habe, habe ich jetzt nicht unbedingt einen Profi gebraucht. Aber wenn es jetzt um wirkliche Gewalterfahrungen geht, also die wirklich vernichtendes Potenzial haben, da braucht man natürlich auch einen Profi dazu. Und Erfahrung, da hast du recht, ja. Man kann sich die Arbeit auch aufteilen, wenn wir jetzt gucken, wie es jetzt in den nächsten Schritt in den seelischen Bereich geht. Vielleicht können wir noch kurz die nächste Folie sehen. Wie die traumatische Schlüsselszene bestimmt wird. Das Täterintrojekt, also das, was mir der Täter praktisch eingeimpft hat. Sein Schuldgefühl, sein Bedürfnis, sein ungeklärtes Verhalten, seine Unordnung, seine ungeordnete Übergriffigkeit, also seine Fremdenergie. Und die kann sich äußern in den körperlichen Symptomen. Also ich hatte mal mit jemand zu tun, der einen Mordversuch hinter sich hatte. Und der ist eigentlich draufgekommen, als sein Physiotherapeut ihm gesagt hat, du weißt, ich kann dich behandeln, wie ich will. Irgendwas steckt in dir drin, das gibt es nicht frei. Du hast Verspannungen. Da komme ich mit aller Professionalität als Physiotherapeut nicht dran. Da musste mal tiefer gucken. Und plötzlich ist ihm klar geworden, ja, ich war wirklich einem Mordversuch ausgesetzt und ein guter Freund von mir sollte das ausführen. Also so ein tiefer Schock, so ein tiefes Erschrecken darüber. Er musste praktisch das ganze Übel, das dieser Mensch da an ihm, in ihn introjiziert hat, rauskriegen. Und ihm ist es nachher körperlich schlagartig besser gegangen. Also es war wie weg, also wie diese Fremdenergie. Bei manchen ist es eher die Art zu denken, also mit dem Gott kann ich sowieso nichts anfangen, das ist ganz schrecklich, also der Gott, der hasst mich sowieso und ja, oder dass ich zynisch bin, dass ich sarkastisch bin, dass ich kein gutes Haar am anderen lassen kann, dass ich immer am Verdächtigen bin. Also so kann sich das äußern und das kann ich rauskriegen. Manchmal ist es auch wichtig, bevor ich jetzt die Verantwortung zurückgebe an den Täter, nochmal klar zu sagen, obwohl du mir das versagt hast, an dich ranzukommen, ich habe das Recht drauf, Nähe zu spüren und Intimität zu spüren. Obwohl du mich nicht respektiert hast und immer mich niedergemacht hast, ich habe das Recht darauf, respektiert zu werden. Obwohl du mich immer eingeschränkt hast, ich habe das Recht, frei zu sein, autonom zu handeln. Also das kann man dann auch ganz deutlich formulieren, bevor man dann eben diese Verantwortung zurückgibt. Manchmal wird es dann beim Zurückgeben auch schon deutlich, da ist die und die Prägung da, aber trotzdem muss ich sagen,
es ist mir gleich, wie du das löst. Es ist deins und du nimmst es jetzt. Und damit habe ich das los, bin ich frei von diesem Introjekt. Gehen wir zur nächsten Folie. Und noch einmal, genau hier. Okay. Das ist gut. Heilung der Beziehung zum ewigen Du. Hier hat Konrad Staus wirklich eine tolle Strategie entwickelt. Also alles, was zum Vergeben können gehört, wird hier aufgegriffen. Das Verstehen, die Reue von dem Täter, dass er mich um Vergebung bittet und dass ich schließlich die Vergebung zusagen kann, im Stilmittel der Briefe. Also ich schreibe praktisch, das sehen wir auf der übernächsten Folie, aus der Sicht des Täters einen Brief an mich. Und da heißt etwas so, also ohne mich zu rechtfertigen, ohne mich zu entschuldigen für meine Tat, die ist nicht zu entschuldigen, will ich dir dennoch beschreiben, wie es mir erging, dass ich dich so und so behandelt habe. Und als ich angefangen habe, also aus der Sicht meiner Mutter den Brief an mich zu schreiben, da hatte ich plötzlich ganz tiefe Einsichten, was sie wirklich geplagt, gequält hat, dass sie wie blockiert war, um mich an sie ranzulassen, also als Jugendlicher mich ankommen zu lassen. Also mich praktisch immer vorne draußen zu halten und alle Versuche, ihr da hilfreich zu sein, praktisch immer hat auflaufen lassen. Interessant war für mich, je länger ich da dran war, das zu beschreiben aus ihrer Sicht an mich, umso mehr sind all die Dinge aufgeploppt, was wir miteinander Schönes erlebt haben, also wo sie förderlich war, wo sie mir zum Beispiel als Schüler zugehört hat, wie ich meine ersten tollen Erkenntnisse über die Physik ihr vorgetragen habe und sie hat einfach zugehört und das war für mich einfach klasse. Ich werde verstanden, hier werden wichtige Erkenntnisse geteilt, also plötzlich kamen die ganz positiven Dinge zum Vorschein. Dann der zweite Brief, der ist wichtig, um nachzuvollziehen, welchen Schaden der Täter sich selber zugefügt hat. Also ich schreibe praktisch an mich, ich will dir hier beschreiben, was es für mich bedeutet hat, welchen Preis ich dafür bezahlt habe, dass ich dich so und so behandelt habe. Also dass praktisch dann die Beziehung blockiert war, dass hier keine Offenheit da war, dass sie oft eine ganz große Einsamkeit hatte, dass sie auch die Kinder, uns Kinder nicht wirklich gut spüren konnte, obwohl wir auch wirklich für sie da sein wollten. Also einfach so zu spüren, den Schmerz, den sie sich selber zugefügt hat durch ihr Verhalten. Der dritte Brief beschreibt dann aus der Sicht des Täters mit dem Vorsatz, ich kann mir vorstellen, was das für dich bedeutet hat. Und jetzt schreibe ich praktisch aus der Sicht des Täters, ich verstehe jetzt, ich habe dich da und da eingeschränkt, ich habe dich da behindert, ich habe dir das unmöglich gemacht. Und ich habe immer mich gefragt, wie funktioniert das, wenn ich das an mich selber schreibe? Es funktioniert tatsächlich. Und das Kriterium dabei ist, wenn dieser Brief wirklich beschreibt, das Verständnis, die Reue, ohne Wenn und Aber, also wenn dann auch nicht von der Seite des Täters noch irgendein Vorwurf kommt, aber du hast ja auch, also wenn es komplett weg ist, dann kann ich davon ausgehen, dass ich hier wirklich frei geworden bin. Und das kann ich dann in einem vierten Brief beschreiben. Ich bitte dich also um Vergebung für das und für das und für das und für das. Jetzt müssen wir noch mal zwei Folien zurückgehen. Oder eine Folie zurück. Ja. Jetzt gehe ich mit diesen vier Briefen in einen neuen Raum. Und man
macht den Unterschied ganz klar. Das war psychologisch, jetzt sind wir in einem geistlichen Raum. Manchmal ist es in der Kapelle oder meistens. Und bei unseren Kursen haben wir immer wieder gesehen, dass es wichtig ist, dass die ganze Mannschaft dabei ist, dass das jemand nicht nur einfach für sich macht, sondern dass alle dabei sind und denjenigen, diejenige unterstützen. Hier liegt jetzt das Provokative. In der Schau des Herzens wird jetzt das Geschehen mit den Augen der Barmherzigkeit Gottes betrachtet. Dabei kommt der Täter noch einmal aus dieser Sicht in den Blick. Also das etwas Provokative ist, jetzt muss ich nochmal mich mit dem Zeug auseinandersetzen, was der andere, was den anderen da beschäftigt. Jetzt bin ich denn doch schon losgeworden. Ich verstehe das immer so, wenn Gott das schon zugelassen hat, dass ich das da durchleben muss, dann darf ich jetzt auch diesen Schritt der Liebe tun, der Größe. Das, was ich in mir schon bearbeitet, getragen habe, das in Frieden zurückzugeben und loszulassen. Also der Täter darf nochmal einen Platz kriegen, wo ich ihn mit der Barmherzigkeit Gottes angucke, mit der Schau des Herzens. Und dann gehen wir jetzt nochmal zur übernächsten Folie, bitte. Jetzt geht's in dem Vergebungsritual, dass ich jetzt empfangen werde in dem neuen Raum. Die Kolleginnen, die Kollegen, die Mitbegleiter sind dabei. Ich werde nochmal gefragt, ob ich mich wirklich gut durchgearbeitet habe, ob ich durch den Schmerzpunkt durchgegangen bin, ob ich jetzt bereit bin, diesen neuen Raum zu betreten. Und jetzt darf ich die Briefe, die ich praktisch aus der Sicht des Täters an mich geschrieben habe, nochmal vortragen. Also auch unter Zeugenschaft. Oft ist es nochmal ein sehr bewegender Moment und da darf dann der Begleiter, die Begleiterin durch demjenigen durchaus beistehen, vielleicht auch die Hand auf die Schulter legen oder einfach zeigen, ich bin dir nahe, auch in diesen schwierigen Momenten. Und wenn das durch ist, dann kann ich praktisch in einer Urkunde die Vergebung zusprechen. Heute habe ich mich entschlossen, dir für das und das und das, was du mir angetan hast, zu vergeben. Und ich will diese Last des Grolls und der Nichtvergebung ablegen, so gut ich kann. Und das Ganze tue ich vor Gott. Und wer nicht unbedingt ein gläubiger Mensch ist, der tut es vor dem Universum oder vor wem auch immer, vor der Kraft. Es funktioniert auf jeden Fall immer, weil jeder diese spirituelle Dimension in sich hat. Manchmal merkt man aber auch, dass es noch nicht ganz durch ist, denn Vergeben ist wirklich ein Geschenk. Und wenn ich merke, es hakelt noch, dann muss ich auch die Freiheit geben, zu sagen, vielleicht ist die Vergebung noch nicht möglich. Aber wir feiern jetzt, dass du in einem guten Prozess vorangekommen bist, dass du hier schon einiges aufgearbeitet hast, dass du auf dem Weg bist. Und das feiern, das ist auch ein Grund zu feiern. Das feiern wir jetzt miteinander. Also diese Freiheit, die muss sein, die darf sein, ist auch schon einige Male vorgekommen, dass man sich da noch ein bisschen Zeit lassen musste. Aber wenn es dann durch ist, dann wird einfach mit dem Gebet, mit dem Lied, mit dem Dank das nochmal besiegelt. Und am Schluss kommt die Frage, bist du bereit, die Vergebung aufrechtzuerhalten? Und diese Frage ist wichtig, das ist der sechste Schritt. Weil die Muster ja auch noch wirksam sind. Ich habe zwar das im Grund gelöst, aber es kommen dann immer wieder mal so die alten Verhaltensweisen. Dann muss ich sagen, nein, ich möchte nicht wieder auf diese Schiene zurückgehen. Ich habe einen neuen Weg eingeschlagen und den möchte ich jetzt wieder einfach bewusst nehmen. Also von der Hirnstruktur, von der Hirntechnik ist das auch ganz klar, weil
wenn ich einen neuen Weg einschlage, den ich als richtig erkannt habe und als wertvoll, dann habe ich dennoch damit zu tun, dass ein alter Weg so eingespurt ist wie eine Autobahn und ich am Anfang bewusst den neuen Weg nehmen muss, den ich als lebensfreundlich erkannt habe und als aufbauend, bis das so eine gewisse Selbstverständlichkeit kriegt. Jetzt Aussicht auf Versöhnung. Als letztes noch. Die Versöhnung muss, Moment zurück bitte, die Versöhnung muss nicht unbedingt sein. Oft sind auch diejenigen schon verstorben, die Täter. Aber ich kann so auf jeden Fall den Frieden finden und ich kann davon ausgehen, dass sich das übermittelt. Das, was ich jetzt ausstrahle, das ist auch dem Täter zugutekommt. Ich erlebe das oft, wenn ich mit Leuten arbeite, die missbraucht worden sind, die an die Täter nicht mehr rankommen. Dann muss man einiges drumherum bauen, also die Person stärken, dass sie in die Lage kommt, auch ohne die Konfrontation mit dem Täter den Frieden zu finden. Es ist möglich. Aber natürlich ist klasse, ist es schön, wenn die Versöhnung auch ausgesprochen werden kann. Ich habe das selber erlebt, als ich meine Kollegin, mit der ich in der Gemeinde lange unterwegs war, im Hospiz besucht habe. Sie lag im Sterben und ich bin ein bisschen daneben getreten mit einer Bemerkung über die Erstkommunion, die einfach von ihr her ein bisschen ungeschickt war, war nicht sehr diplomatisch, da war sie mir böse. Und sie hat mir die Hand entgegengestreckt und hat gesagt, also bevor es mit mir zu Ende geht, ich möchte das klären, ich möchte das mit dir in Frieden bringen. Das ist natürlich wunderbar, wenn sowas möglich ist, aber wenn es nicht möglich ist, die Kraft der Vergebung an sich ist schon ungeheuer stark. Ich habe mit einer Schwester gearbeitet, die als Kind erlebt hat, wie ihr Vater die Mutter umgebracht hat. Also wirklich richtig hart. Sie hat gemerkt, als wir darüber gearbeitet haben, erstmal muss sie ihrer Oma vergeben, also der Mutter ihres Vaters, die das Kind von der Straße weggeholt hat, wo sie als Kind immer dachte, sie hat mich praktisch den Kindern entzogen, sie hat mich dem Leben entzogen, sie hat meine Mitgift irgendwie verwaltet, was weiß ich, und hat dann plötzlich verstanden, ja, sie hat versucht, Schaden abzuwenden, mich dem Gespräch auf der Straße zu entziehen, mir wirklich einen Schutz zu geben und das, was mir zusteht, für mich aufzubewahren. Dass ich und alles getan, dass ich mich nicht als Waisenkind fühle, sondern dass ich so normal und so geschützt wie möglich aufwachsen kann. Und nach diesem Schritt war es dann auch möglich zu verstehen, was den Vater bewegt hat, so zu überreagieren und so was Schlimmes zu tun. Und als wir den psychologischen Teil durch hatten, da sagt sie, also ich habe das Gefühl, als würden tonnenweise Lasten von mir abfallen. Ich fühle mich plötzlich frei, ich kann mich wieder bewegen. Es ist ein völlig neues Lebensgefühl. Und als wir dann das Vergebungsritual durch hatten, dann sagte sie, das ist nochmal eine ganz andere Stufe. Das ist wie Auferstehung. Das ist nochmal was ganz anderes, eine ganz andere Dimension. Und sie hat gemerkt, was für eine Kraft es ihrem geistlichen Leben gibt, also im Kloster zu sein, dass alles, was für sie bisher so mühsam war, wie weggeblasen ist, dass sie da eine Leichtigkeit gespürt hat, eine Freiheit gespürt hat, eine Nähe zu Gott gespürt hat, mit den Mitschwestern, auch mit den Schwierigen, plötzlich einen ganz anderen Umgang hatte und vor allem, dass sie sich selber ganz frei gefühlt hat und sehr natürlich. Die Mitschwestern mussten sich da ein bisschen dran gewöhnen, aber die haben sich dran gewöhnt. Also es ist wirklich eine Befreiung, die da stattfindet. So viel mal fürs Erste. Vielleicht noch ganz kurz,
zur technischen Seite, wenn wir die nächsten beiden Folien nochmal angucken. Der Konrad Staus hat sich sehr darum bemüht, das auch wissenschaftlich zu fundieren. Also mit dem Fragebogen, wo man dann ankreuzen kann, bevor man diesen Prozess durchmacht. Kann man das ein bisschen größer machen? Das ist nicht so wichtig. Also da sind Fragen drin. Ich kenne meine Stärken und Schwächen. Ich kann mich gut leiden, so wie ich bin, ob das zutrifft oder nicht. Oder ich mache mir Vorwürfe, ob das zutrifft oder nicht. Also einfach eine Fragetechnik, das nennt sich SESPI-Test, wo es möglich ist, praktisch so ein Screening zu machen, wie so das Denken über sich, die Befindlichkeit markant zum Ausdruck kommt. Und wenn wir dann in die nächste Folie gehen, dann sehen wir, wie sowas im Schaubild aussieht. Die blaue Linie, jetzt müssen wir es wieder ein bisschen kleiner machen, die blaue Linie zeigt den Zustand vorher und da ist ganz viel Selbstanklage drin, viel Selbstvernichtung und ja, das war das untere. Selbstkontrolle, also dass ich mir selber nicht wirklich trauen kann. Nach dem psychologischen Teil, da trifft die gelbe Linie zu. Da hat sich das schon ganz gut entwickelt. Und nach dem Vergebungsteil, also nach dem spirituellen Teil, da kommt ganz stark die Selbstliebe und die Selbstannahme zum Vorschein. Also da kann man dann auch mit diesem Test wirklich auch wissenschaftlich nachvollziehen, wie diese Veränderung dann eintritt. Konrad Staus war ganz am Anfang mit diesen Sachen. Heute ist sowas, das kommt nachher, heute ist sowas viel selbstverständlicher. Ich denke an den Professor Arndt Büssing, den ich letzten November erlebt habe. Wolfgang, du warst ja dabei. Es ist heute üblich, dass auch Leute, die Ärzte sind, mit Medizin hantieren, auch in den mit diesen wissenschaftlichen Methoden in den spirituellen Bereich gehen. Und er hat von spiritueller Fülle oder von spirituellen Trockenheitserfahrungen berichtet und das schön sauber auseinanderhalten können zwischen einem psychiatrischen Krankheitsbild und wirklich einem geistlichen Zustand, der also Fülle oder auch Mangel bedeutet. Also das kommt jetzt immer mehr auf und sehr erfreulich. Konrad Staus gehört bestimmt zu den Pionieren dazu und mit der Regina Maria Eder dann also solche Tests auszuwerten, das ist immer wieder erstaunlich, was dann zum Vorschein kommt, was dann objektiv an Veränderung sichtbar wird. Und vielleicht jetzt einfach nur die letzte Folie. Das ist einfach nur noch eine Einladung zu einer Fortbildung, die wir hier in Stuttgart machen wollen. Die Julia Zink, die auch in unserer Truppe war, die möchte im Frühjahr mit den Jesuiten was machen. Aber das wäre jetzt mal das nächstliegende Angebot. Das muss man sich jetzt nicht unbedingt aufschreiben. Vielleicht nur die Adresse merken unten. www.priesterseelsorge.de und dann bei Angeboten, da findet sich dann dieses Seminar wieder. So viel jetzt fürs Erste. Und jetzt möchte ich einfach freigeben für Fragen und Antworten. Ja, vielen Dank, Christoph. Das war ja unglaublich stark. Nochmal zum Letzten. Man muss nicht unbedingt Priester sein, ne? Nein, um Gottes Willen, ja. Das wollte ich nur nochmal festhalten. Also ich erlebe Menschen, die so hoch spirituell sind, in jedem Beruf, wo ich manchmal sagen muss, oh, da muss ich mich als Priester anstrengen. Ich sage es mal wirklich so in aller Bescheidenheit. Ja? Es ist so. Und so wie Priester im Moment gerade angesehen werden und für vieles herhalten müssen, ist es manchmal eher ein Hindernis. Ja. Also von der gesellschaftlichen Betrachtung her gerade. Ich habe es am Anfang ein bisschen angedeutet. Aber andererseits bin ich froh,
dass ich auch die Möglichkeit habe, Vergebung zusprechen zu können, zum Beispiel, ja, losbrechen, geben zu können. Mhm. Aber die Kraft, selber vergeben zu können, das zu entdecken, das ist ein gigantischer Schatz. Und die Leute, die dann Bedenken hatten, ja, aber bei mir ist ja auch nicht alles so grad, dann sage ich gern, vergib du erstmal und spür diese Erleichterung und Befreiung. Und dann kannst du um Vergebung bitten, solange du möchtest, aber spür erstmal, wie das dich frei macht. Und das ist eine gute Erfahrung. Genieß die erstmal. Ja. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist also kein Knebel, den der liebe Gott uns tun möchte, sondern Hinweis. Vergib, dann bist du frei. Und ich bin froh um eine Hilfestellung, um eine Methodik, dass man das nicht nur als moralische Forderung aufstellen kann, sondern wirklich auch gut begleiten kann. Und die Arbeit, die Konrad Staus und jetzt in der Folge auch die Regina Maria Eder da leisten, die ist gigantisch, die ist toll, sehr wertvoll. Und ich wäre froh, wenn man das weitertragen könnte. Und wie gesagt, in verschiedenen Härtestufen oder Härtegraden kann das fast jeder machen. Und für die ganz schweren Dinge natürlich, da kommen auch nur die Profis ran, das ist so. Aber da würde ich mir nicht allzu viele Gedanken machen. Das Seminar ist angelegt für Leute, die einfach mal eine Selbsterfahrung machen wollen und auch einfach für Professionelle aus den heil- und pädagogischen Berufen, natürlich auch für Ärzte und für Psychotherapeuten. Also da kann jeder in dem Grad einsteigen, wie es für ihn passt. Soweit mal. Ja. Vielen Dank. Jetzt wäre die Möglichkeit da, noch Rückfragen zu stellen oder überhaupt mal einen eigenen Eindruck zu werden. Alika meldet sich. Ja, hallo. Ja. Hallo Christoph, hallo. Ich wollte nur sagen, dass ich das sehr, sehr wertvoll fand, dieses Seminar, was ich mal vor einigen Jahren gemacht habe. Ich habe also das auch als Fortbildung gemacht, weil ich Ärztin bin, aber ich habe das noch nicht angewendet, nur damals für mich. Und das war schon sehr, sehr wertvoll, dass ich damals meiner Mutter vergeben konnte und hat, also die verstorben war, eine ganz neue Beziehung gegeben zu ihr. Und inzwischen habe ich noch so ein ganz kurzes Seminar, was hier in Augsburg gemacht wird, mitgemacht und da auch nochmal einen so einen Vergebungsprozess erleben dürfen, wieder wie jemand anders gegenüber. Und also ich finde das wirklich sehr, sehr wertvoll. Und, aber natürlich ist es besser, wenn man das 2 Wochenenden macht. Das braucht man auch Zeit. Und, genau. Du warst, glaube ich, noch beim Modul dabei, wo es 3 Wochenenden gab. Ja, wir haben das noch zusammengestaucht, weil wir einfach gesehen haben, das ist eine wahnsinnige Zeitbeanspruchung. Und wir haben es noch zugespitzt, dass man es noch konzentrierter mitkriegt. 1,5 Tage hat es in Augsburg gedauert, aber das hat auch, also es geht auch. Also da kann man vielleicht nicht alles und es war nicht für alle Teilnehmer möglich, da wirklich dann den Prozess zu durchlaufen, aber es war auch sehr intensiv. Niederschwelliger sozusagen. Ja. Es ist sehr schade, dass das nicht noch viel mehr angeboten wird. Und, ja. Also die Regina Maria hat sich vorgenommen, das jetzt wieder hochzubringen. Also sie ist jetzt inzwischen pensioniert. Sie hat natürlich noch unglaublich viele Jobs in Afrika. Aber die ganz große Last, diese knapp 200 Krankenhäuser zu beaufsichtigen, das ist jetzt zunächst mal los. Und wir hoffen sehr darauf, dass sie hier nochmal intensiver einsteigt. Ja. Und wie gesagt, am 5. August, Augsburg, Mariapoli, da gibt es einen Impuls von ihr und abends einen Workshop. Da kann man wieder andocken. Okay. Danke, Alika. Sehr schön. Danke für den Tipp. Ja, und Frau Bernmüller?
Sie müssen noch laut, ja. Laut. Hallo und guten Abend. Ich bin der mit dem weißen Bart neben Eva. Und Ihr Ehemann, vielen Dank für den interessanten Vortrag und für diese Methode, die mir neu war. Ich habe ein Problem damit. Vergebung muss ja möglich sein, ohne die Einsicht dessen, den ich vergeben will. Habe ich das richtig verstanden? Nochmal, Vergebung muss möglich sein, ohne die Einsicht dessen, den ich vergeben will. Ja. Jetzt, also das ist gedanklich eine gewisse Hürde. Die Hürde ist für mich, die ist für mich ganz einfach, weil ich das finde ich selbstverständlich. Jetzt beinhaltet die Methode aber diese Briefe, was ich eine tolle Methode finde, an sich selber Briefe zu schreiben. Mhm. Aber das heißt ja auch, eben derjenige, dem ich vergeben will, schreibt keinen Brief an mich, er bittet mich nicht um Vergebung. Und indem ich diesen Brief an mich schreibe, basiert das Ganze ja eigentlich auf einer Selbstbelügung. Mhm. Denn die Einsicht des anderen ist ja nicht vorhanden, ich täusche das vor. Es ist also ein Fake. Und kann so ein Prozess erfolgreich stattfinden auf der Basis einer Lüge? So kann man es natürlich betrachten. Und es ist tatsächlich so, wenn ich noch mit jemandem konfrontiert bin, dem ich nach wie vor begegne, der sein Verhalten nicht ändert, der mich nach wie vor terrorisiert, ist der Zeitpunkt noch nicht dran, vergeben zu können. Es braucht tatsächlich die Einsicht und die Reue. Jetzt ist es so, wenn ich genügend Distanz habe, sei es von der Zeit her oder dass jemand schon verstorben ist oder dass jemand wirklich weit weg ist oder dass ich jetzt mich da frei gemacht habe und meinen eigenen Weg gegangen bin. Es geht darum, das Bild, das ich vom anderen in mir trage, zu verändern. Insofern ist es kein Fake. Das Bild, das ich vom anderen in mir trage, das gilt zu verändern. Und ich habe sozusagen diese Spuren der Energie vom anderen noch in mir drin, dass ich sehr gut nachvollziehen kann, was hat ihn dazu geführt, das zu tun, was bewegt ihn. Und wie ich es vorher versucht habe zu beschreiben, wenn ich den dritten Brief schreibe, wo es um die Reue geht, wenn ich das so schreiben kann, dass da kein Aber, du hast ja auch, mehr kommt, dann kann ich diese Reue tatsächlich empfinden und kann dann den anderen sozusagen lossprechen, freisprechen und das loswerden. Also es ist verwunderlich, aber es funktioniert tatsächlich. Ja. Nee, drum der Unterschied zwischen Versöhnung und Vergebung. Vergebung ist ein innerseelischer Prozess, also das Bild, das ich mir vom anderen eingeprägt habe, das ich mit mir herumtrage, das gilt zu verändern. Ich hätte angenommen, dass das nur funktioniert, indem eben der andere tatsächlich oder fiktiv keine Reue zeigt, dass man den Prozess durchführen können muss mit sich selber, ohne dass der andere sich auf mich zubewegt. Also ich kann praktisch in diesem Prozess nachvollziehen, dass dieses innere Bild von dem anderen sich zu ändern beginnt. Und das fängt im ersten Teil, im psychologischen Teil, damit an, dass ich zum ersten Mal Klartext spreche, dass ich klar ausdrücke, dass ich mit der ganzen Emotionalität, mit dem ganzen Zorn, mit allem, was ich so auf mich genommen habe, dass ich das rausbringe, dass ich das klar ausspreche. Kleines Beispiel, war einer, der von seiner Mutter als Knabe richtig verprügelt worden ist. Also die hat ihn mit dem Kochlöffel um den Tisch rumgejagt. Also das und die hat ihn nicht ausgelassen. Und sie hat Schläge gekriegt, ja. Und
Er hat gesagt, ich konnte es bei dir gar nicht alles rausschreien. Ich musste wirklich ins Auto sitzen. Da konnte ich vor mich hinschreien. Ich habe solche Schreie losgelassen, habe sie angeschrien. Hör auf, es reicht jetzt. Schluss jetzt. Und er hat gespürt, das, was er nie tun konnte, in diese Kraft ist er jetzt reingekommen. Und das hat ihn schon mal sehr befreit. Und dann hat er auch, weil er wieder manns genug war, weil er bei sich selber war, weil er diese Last los war, dann auch so dieses innere Bild seiner Mutter so vor sich gehabt, dass er spüren konnte, es tut ihr leid. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch verkompliziert ist, aber es funktioniert tatsächlich. Danke, vielen Dank. Ja. Ja, möchte sich noch jemand äußern? Ingetraut, du musst deinen Lautsprecher laut machen. Ja, ich möchte mich an die Frage vom Herrn Bärmüller anschließen, weil ich habe jetzt gerade aktuell eine Situation erlebt, wo mich jemand also mit Nichtbeachtung und an den Rand schieben und also ganz bewusst versucht hat zu demütigen, weil ich politisch oder mein Mann also politisch in einer gewissen Opposition sind zu dieser Autoritätsperson und ich also mitgekriegt habe von anderen, das ist System bei diesem Menschen. Alle, die also sag mal, in Opposition zu seiner Kommunalpolitik sind, behandelt er mit Nichtbeachtung oder mit lächerlich machen und so. Ja. Und ich kann also, wenn ich fest denke, ich versuche diesen Prozess zu durchlaufen, da dass der nicht Reue über sein Verhalten empfindet. Ja, klar. Da ist der erste Teil schon ganz wichtig. Also wir haben dann für verschiedene Dinge auch einen Boxsack zum Beispiel im Einsatz. Der hat mir sehr geholfen, als ein Kollege von mir also wirklich auch so übergriffig und von oben runter einfach alles bestimmt hat und uns richtig platt gemacht hat. Ja. Und ich habe seine Ausdrücke seine Begriffe, die er verwendet, mit Schlägen auf diesen Boxsack rausgebrüllt. Und plötzlich gemerkt, die verlieren ihre Kraft. Die treffen mich nicht mehr. Mhm. Weil ich selber einfach mir klar geworden, ich komme in meine Kraft. Ich muss mich da nicht mehr drunter beugen. Ich muss mich davon nicht mehr bestimmen lassen. Das ist schon mal ein ganz erster, ganz wichtiger Schritt. Der Typ wird sich nicht verändern, aber ich glaube, dass es so auch möglich ist, dass es einen nicht mehr so existenziell trifft. Also, dass ich praktisch meine Wut rauslasse, die sein Verhalten in mir ausgelöst hat. Ja, und da hilft das körperlich auszuagieren, mit Laufen, mit Rennen, mit Boxen, mit Schreien. Also wie gesagt, bei uns in der Gegend rumschreien, das ist ein bisschen schwierig. Bei einem Seminar, da hat mal eine dann ganz laut Hilfe gerufen. Da kommt prompt aus der Nachbarschaft, ist was los, kann man Ihnen helfen? Nein, wir machen nur eine Übung. Also der eine Kollege hat das genutzt, dass er es im Auto machen kann, einfach laut schreien kann, ohne dass das irgendjemand stört. Man kann es mit dem Boxsack machen, man kann gegen was treten, einfach um sich wirklich auszuagieren und dieses Angestaute loszuwerden. Das ist sehr hilfreich. Und einfach zu spüren, Mensch, ich bin meiner mächtig, ich bin da nicht ohnmächtig. Und ich muss mich davon nicht beherrschen lassen. Also es hat was Kraftvolles, Lustvolles, was Gewöhnungsbedürftiges. Das macht man nicht jeden Tag. Wir sind da eher auf Anpassung gebürstet oder ausgerichtet oder sich drunter wegducken. Aber das für sich selber ausagieren zu können, lässt einen die eigene Kraft wieder spüren und distanziert auch gut. Danke. Ingetraut und dann ja. Alika. Ingetraut, du wolltest zuerst.
Ich denke jetzt an das Beispiel meines Bruders. Als der klein war, war der sehr schwierig. Der hat sich nichts sagen lassen, war einfach immer widerspenstig, so wie ich es erlebt habe. Und nun habe ich von ihm jetzt als Erwachsener erfahren, dass er halt von meiner Mutter dann sehr oft, dass die sich nicht anders zu helfen wusste, als ihm sehr zu verprügeln. Und da habe ich jetzt so gedacht, wo ist jetzt in diesem ganzen Prozess der Raum, wo er dann auch mal sagen müsste, ja, ich habe ja auch einen Anteil daran, dass meine Mutter so ausgerastet ist. Ich habe ja auch sie zur Weißglut gebracht. Also wie, wo kommt es? Weil er müsste ja dann auch sagen, umgekehrt, ich muss meine Mutter um Vergebung bitten, dass ich ihr so das Leben so schwer gemacht habe. Das, unabhängig davon, dass es nicht richtig war, dass sie ihn dann so geprügelt hat. Ja. hätte das da auch irgendwo einen Platz und an welcher Stelle in dem Prozess? Oder? Also es geht ja vor allem darum, die Probleme, die andere mir reindrücken, die loszuwerden. Ich kann die Probleme der anderen nicht lösen. Ich habe die Werkzeuge nicht dazu. Die hat nur derjenige selber. Also ich kann ihm sagen, Sie können ihm sagen, du, kümmere dich da mal drum, du kannst es verändern. Ich würde ihm einen Hinweis, da kann man ihm einen Hinweis geben, aber Sie können es in dem Sinn nicht für ihn lösen. Mhm. Das muss er schon selber tun. Also ihn dazu bringen, mal seine Kindheit aufzuarbeiten, dann wird es ihm wahrscheinlich auch besser gehen. Ja, da kann man ihn darauf hinweisen, aber Sie können es für ihn nicht lösen. Ja. Ja. Mhm. Das fand ich übrigens auch interessant, wenn also manche Schriftstellen neu zu hören, wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Also die Kreuze der anderen kann nur Jesus auf sich nehmen, aber wir können nur unser eigenes auf uns nehmen. Das können wir hantieren. Alles andere geht nicht. Also da haben wir die Kraft, die Werkzeuge, die Anlagen nicht dazu, die hat nur die betreffende Person selber, ihr Schicksal zu tragen, damit fertig zu werden und wir mit unserem Leben. Also drum ist es wichtig, der Staus hat es eben ganz bewusst als Täterintrojekt bezeichnet, das, was mir introjiziert worden ist, das rauszubringen und zurückzugeben. Ja. Ja. Alika. Jetzt nochmal zu dem, was die, jetzt weiß ich den Namen nicht, die Dame da vorher gefragt hat. Also wenn jetzt praktisch ich nicht nur das Opfer bin, ich sage ich jetzt mal, sondern ich habe da auch meinen Teil beigetragen und habe eben, war dann auch mal der Täter macht man das dann eigentlich auch so, dass man dann eben bei diesem Stuhl oder so, dass man dann eben mal sagt, ja, also eigentlich war ich ja auch mit, aber du hast oder ist das, oder wie? Es ist gut, das gut auseinanderzuhalten. Erstmal darf ich herzhaft vergeben. Und wenn das durch ist, dann natürlich, wenn ich so fremde Sachen mit mir rumtrage, mich unpassend verhalte, dann wird aus mir, aus dem Opfer, auch ein Täter. Also man merkt es bei Leuten bei Narzissten zum Beispiel, die einfach zu wenig Liebe erfahren haben und jetzt alle anderen dürfen jetzt leiden und unter ihrer Persönlichkeit. Also da werden Opfer zu Tätern. Ich darf, wenn ich herzhaft vergeben habe, dann darf ich auch herzhaft um Vergebung bitten. Also ich würde es nicht vermischen, ich würde es extra machen. Mhm, okay. So, jetzt bin ich dran, ich war auch nicht in Ordnung, ich bitte aufrichtig, ich bitte wirklich um Vergebung. Mhm. Das tut gut. Ja, auch wenn es dieselbe Person betrifft praktisch. Bitte? Auch wenn es eben dieselbe Person betrifft, wo ich einmal Opfer und einmal Täter bin zum Beispiel. Ja. Auch, genau, okay. Aber erst selber vergeben. Ja. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage und zwar zu diesem Ausleben sozusagen, ja, also Stichwort Boxsack.
Ich habe da ganz begeistert von dem Seminar erzählt, einem Psychologen, und der hat dann gemeint, ja, also das ist doch gar nicht mehr üblich oder das ist doch irgendwie überholt oder irgendwie diese Art des Ausagierens. Ja, also geschulte Psychologen, die denken gleich an die Urschreitherapie und so, das waren alles Versuche, die Idee war interessant, aber natürlich nicht wirksam. Also dieses sich ausagieren, das wird natürlich auch unter Kontrolle gehalten. Das soll sich nicht verselbstständigen. Also in einem guten Prozess geht sowas 10 Minuten, Viertelstunde höchstens. Und dann hat jemand seine Fassung wieder. Also da guckt man sehr drauf, dass das nicht überhand nimmt, dass das nicht überschießt, sondern dass das seine Funktion einnehmen kann. Boah, ich habe mal Kraft. Ich habe meine Kraft jetzt erfahren. Das genügt. Und dann ist auch wieder gut. Okay. Ja. Danke. Also, das möchte ich gerade verstärken. Mir hat ein Psychologe gesagt, ich soll in den Wald gehen, da wo halt keiner ist, und einen Baum aussuchen und da so lange dann drauf treten und dabei mir vorstellen, wer das ist, und diese Person dann beschimpfen und anbrüllen, so lange, bis sich mein Gefühl dem gegenüber ändert. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und habe dann meinen Vater dann sozusagen dann angebrüllt und zusammengetreten und immer wieder mal verschnauft, weil es schon anstrengend. Ja, und dann hat sich das in Tränen aufgelöst. Meine ganze Wut hat sich aufgelöst. Und konnte ich dann wieder die Liebe wahrnehmen. Ja. Also es geht hauptsächlich darum, sich auszuagieren, nicht unbedingt diese Person jetzt zurückzutreten sozusagen, aber überhaupt mal die eigene Kraft zu spüren und zu sagen, ich wehre mich jetzt dagegen. Ja, das war schon auch. Also es habe ich vielleicht ein bisschen falsch rübergebracht. Ja, klar. Aber wenn sich so gelöst hat, war es ein guter Weg, ja. Einfach zu spüren, die Wut, die da drin steckt, der Zorn, den mal rauszulassen und zu spüren, Mensch, ich habe das so lange in mich reingedrückt, ich war immer so brav und habe mich da drunter weggeduckt, jetzt darf ich mich selber spüren. Und wie gesagt, es ist gut, das irgendwo auszuagieren. Mir hat der Boxsack geholfen. Ich habe übrigens nicht den Kollegen getreten, gedanklich, sondern das, was er sagt. Das habe ich rausgehauen, sozusagen, ja. Aber gut, wenn es so funktioniert hat, das ist gut, ja. Und wie gesagt, das macht man nicht lange oder so nach der Urschreibmethode. Die ist so unspezifisch, die funktioniert so nicht. Sondern es muss sehr spezifisch sein, auf ausgerichtet, klar und begrenzt, dann hat es die befreiende Wirkung. Ja. Ja, jetzt haben wir noch 2 Minuten. Nein, es ist tatsächlich schon 21 Uhr, Christoph. Ja. Die Zeit ist ja wie im Flug vergangen. Ja, dann gibt es noch eine ganz, ganz dringende Frage. Die könnte man vielleicht noch zulassen. Von Stefan, und da gab es noch eine Frage. Jetzt ist das Bild wieder weg. Ich war jetzt wieder da. Ah, okay. Und zwar, jetzt haben wir den Schaden da. Kann man präventiv etwas machen? Also Prävention, finde ich ja, ist vielleicht etwas einfacher. Es gab ja auch mal ein Stark machen, so eine Aktion. Hier geht es, glaube ich, um Fragen der Lebensführung. Wie gehe ich auf die anderen zu? Wie stelle ich mich auf sie ein? Wie halte ich selber mit der psychischen, mit der seelischen, mit der spirituellen Hygiene? Also ich glaube, anders geht es gar nicht. Wir haben jetzt einfach von Dingen gesprochen, die mir passiert sind, die mir zugestoßen sind, die ich nicht verhindern konnte.
Also oft ist ja das was in mich so rein kann, weil es mich überrumpelt. Ich kann natürlich, wenn ich präventiv arbeiten will, wir haben jetzt bald Pfingsten, mich an die Gaben des Geistes zu erinnern, mich zu stärken, mich auszurüsten, mich selber zu ordnen, das ist, glaube ich, das was man an Prävention am sinnvollsten machen kann. Das ist, was mir jetzt gerade einfällt. Vielleicht kann noch jemand was dazulegen. Aber Traumata kann man nicht präventiv vorgehen, außer eben, dass man sich gut für sich, um sich selber kümmert. Dass nicht nur das körperliche, sondern auch das psychische und geistige Immunsystem funktioniert. Danke. Ja, ein ganz großes Dankeschön an dich, Christoph. Du hast dich heute Abend sehr, sehr geöffnet. Ich danke euch allen, die ihr ja ein Stück weit von euch etwas hergegeben habt. Und jetzt, Christoph, ich weiß nicht, wärst du noch bereit, einfach so einen Abendsegen mit uns zu sprechen oder einfach in Frieden zu entlassen, weil es sind ja jetzt auch auffühlende Dinge, die auch noch in uns arbeiten und die uns bewegen. Also ich fand es jedenfalls sehr, ja, aufwühlend. Es hat was mit mir gemacht und es muss, darf jetzt dann auch wieder, ja, verarbeitet und zur Ruhe kommen. Darf ich es dann als Gebet formulieren, oder? Ja. Gut, ja. Guter Gott, ich danke dir, dass du uns Jesus gesandt hast, deinen einzig Geliebten, dass er uns dein Gesicht gezeigt hat, deine Sicht der Dinge, deine Barmherzigkeit, deine Zärtlichkeit, dein Wohlwollen, deine Achtsamkeit, deine Hingabe, deine Liebe bis ins Detail, in jedes Detail unseres Lebens und unserer Welt. Von Anfang an hast du damit gerechnet, dass wir mit der Freiheit nicht immer gut umgehen können, selten sogar. Den Schmerz, das Kreuz, den Tod, die Auferstehung, alles hast du mit eingeplant, um uns nicht allein zu lassen, aber auch um uns nicht zu bevormunden. Du lässt uns frei, du wirbst immer wieder um uns an dein Herz wieder heranzuholen, uns dir ähnlich zu machen, uns daran zu erinnern, dass wir deine Kinder sind, dass wir aus deiner Kraft leben und wirken können. Wir danken dir für alle Heilung, die möglich ist, die wir entdecken dürfen, wo wir heilsam für andere sind, wo wir selber Heilung erfahren. Ich danke dir ganz speziell auch für diesen Vergebungsprozess, für diese Entdeckung, dass auch hier Medizin und Geistiges zusammenkommt, zusammenwirkt und nicht gegeneinander arbeitet. Dass alle Kräfte hier zusammenkommen, die du alle geschaffen hast. Dass du in Jesus so weit gegangen bist, dass sich keiner verloren fühlen muss. Dass du uns auch aus dem entferntesten Winkel eine Chance gibst, wieder zum Leben zurückzufinden. Wir danken dir, dass du uns ermächtigt hast, anderen Menschen ins Leben zu helfen. Und so bitten wir dich heute Abend um deinen ganz besonderen Segen. Stärke uns. Lass uns ausgerichtet auf dich leben und wirken. Lass uns unsere Kraft spüren, die du in uns hineingelegt hast und die frei werden möchte. Erlöse und befreie uns von allem, was uns noch hindert, was uns bremst, was uns krank macht, was uns verrückt macht. Lass uns deinen Frieden erfahren und dadurch, dass in uns Friede ist, den Frieden auch ausstrahlen für viele Menschen zum Segen. Darum bitten wir dich und dafür danken wir dir in Christus, unserem Herrn. Amen. Amen.
Herzlichen Dank. Und jetzt allen eine wirklich geruhsame, schöne Nacht und noch einen schönen Abend. Dankeschön, ja. Danke. Alles Gute. Alles Gute. Kommt gut nach Hause. Vielen Dank. Danke fürs Mitmachen. Alles Gute.